Danke, dass du wieder reinschaust zu einer neuen Ausgabe auf Mehr Wissen, Mehr Profit. In diesem Video habe ich was ganz Besonderes für dich. Ich habe lange gebuddelt und eine Aktie gefunden, die im Keller ist und eventuell einen Boden gefunden hat. Diese Aktie werden wir jetzt hier Step by Step schön zusammen analysieren, beziehungsweise ich habe sie analysiert, werde sie jetzt nur noch schön vortragen, Schritt für Schritt, damit du schön mitgehen kannst mit der Analyse. Um welche Aktie handelt es sich ganz genau? Wir legen gleich los. Das wird jetzt lustig. Alstria Office REIT AG. Ja, ist ein deutsches Unternehmen. Nach der Namensbezeichnung würde man denken, es wäre ein amerikanisches Unternehmen. Ist es aber nicht. Wo haben die ihren Sitz? Die haben ihren Sitz im schönen Hamburg. Das ist ganz genau ein börsennotiertes Immobilienunternehmen. Mit der Rechtsform der Real Estate Investment Trust. Was immer das auch heißen mag, das ist halt so die Rechtsform von denen. Was machen die? Die kaufen, besitzen, verwalten deutsche Büro- und Gewerbeimmobilien, Freunde. Wir hatten schon mal eine Analyse über eine Immobilienaktie. Jetzt geht es gerade schön weiter. Die haben natürlich richtig megamäßig einen auf den Deckel gekriegt. Deshalb schauen wir uns auch gleich den Gesamtchart an. Ich blende hier gleich ein. Du siehst im Gesamtchart, übrigens war die Aktie, soweit ich noch weiß, 2006 börsennotiert. Und wie du sehen kannst, von 2006, okay, der Chart beginnt hier ganz genau von so vor 2008, 2007 ungefähr, spielt jedoch keine Rolle. Du siehst, dass am Peak 2022, am Allzeithoch, die Aktie nur noch eine Richtung kannte und das war abwärts. Wir sind jetzt bei 6 Euro, ganz genau. Am 22.04. hat die Aktie 6 Euro erreicht. Das ist der Gesamtchart. Ist das jetzt Top oder Flop? Das werden wir jetzt hier mal uns genauer anschauen bzw. unter die Lupe nehmen. Wir wissen ja, das Zinsfeld, die Zinsen, die hohen Zinsen und so weiter sprechen ja nicht dafür, auch wenn das jetzt zum Beispiel Büro- und Gewerbeimmobilien sind. Was mir aber jedoch aufgefallen ist, jetzt kommt ein kurzfristiger Chart, also ein kleiner kurzfristiger Chart, um das Ganze ein bisschen besser anschauen zu können. Das heißt 2022, Oktober, April, ungefähr ein halbes Jahr, plus minus ein Monat. Du siehst, es ist eine schwache Bodenbildung, muss ich noch dazu sagen. Wenn wir uns die Bodenbildung anschauen, haben wir so jetzt in den letzten, naja, zwei, drei Wochen, hat sich eventuell ein Boden gefunden nach der starken Abwärtsbewegung. Bei 6 Euro. Meines Erachtens fängt es an, ich würde aber diese Aktie noch ein wenig beobachten, aber dazu kommen wir später im lang- und kurzfristigen Chart. Ich lasse dich nicht im Regen stehen, sondern wir werden uns erstmal ein paar Kennzahlen anschauen. So, das erstmal zum Gesamtchart. Wir sind bei 6 Euro vom Peak 2022, ging es die ganze Zeit abwärts nach unten. Und meines Erachtens fängt an, sich ein kleiner Boden zu bilden. So, aber das Wichtigste, wir schauen uns erstmal ein paar Kennzahlen an, Freunde. So, ich habe Fremdkapitalquote versus Eigenkapitalquote bei finanzen.net, kannst du das selber anschauen, ungefähr 50 zu 50 entdeckt. Ich meine, 50 zu 50, da können sich einige Firmen eine Scheibe abschneiden. Das würde ich sagen, okay, ist positiv zu bewerten. Fremdkapital versus Eigenkapital, 50 zu 50. Jetzt kommt aber leider, was ich festgestellt habe. Okay, das war jetzt 2022, könnte man sagen, 2023. Muss man noch abwarten, Gewinn je Aktie. Und du weißt ja, der Gewinn je Aktie ist das, was zum Schluss für den Aktionär übrig bleibt. Ja. Positiv ist immer gut, die haben hier aber einen negativen Gewinn von 0,42, wenn ich mich nicht erinnere, jawohl, von 0,42 Euro, also ein negativer Gewinn, 1,18 Euro, was
noch im Jahr 2021 plus, das ist natürlich gut, ein Plus ist immer gut, da bleibt wenigstens noch was übrig für die Aktionäre. Negativ, okay, man könnte sagen, wenn das jetzt ein, zweimal passiert, es gibt es ja solche Jahre, es kann nicht immer nach oben gehen. Vielleicht verschuldet, selbstverständlich durch Corona und die ganzen Nebenwirkungen, was da entstanden sind in der Immobilienbranche. Die Zinsentwicklung, sage ich da nur ein Beispiel, kann man nachvollziehen, dass die jetzt einen auf die Mütze gekriegt haben und einen negativen Wert haben, Gewinn je Aktie. Ich blende auch hier die GUV, also die Gewinn- und Verlustrechnung ein. Kannst du dir selbst mal anschauen, mal zu Gemüte führen lassen. Wir wollen nicht zu komplex in eine Bilanz einsteigen. Ich bin auch kein Fan von Bilanzen lesen, aber es gibt ein paar bestimmte Kennzahlen. Darauf würde ich schon sehr achten. Jetzt gibt es noch die Hauptversammlung, die findet nämlich demnächst statt. Ganz genau findet die am 4. Mai dieses Jahres statt. Eine Dividende habe ich nicht irgendwo entziffern können, voraussichtlich, aber das ist nur ein Schätzwert, ist 0,0 Euro, sagen wir 3 Cent, voraussichtlich, ja, voraussichtlich. Das ist nicht sicher. Also 3 Cent, das spielt eh keine Rolle. Bei 3 Cent wird man nicht reich, beziehungsweise lohnt sich der Ab. Es lohnt sich einfach nicht. Meines Erachtens würde ich diese Aktie wegen einer Dividende jetzt, wenn man jetzt eine Dividendenstrategie verfolgt, nicht ins Depot nehmen. Okay, 4. Mai ist die Hauptversammlung. Dividende würde ich sagen fast zu null. Jetzt arbeiten die aber sehr, sehr schön zusammen mit der Ratingagentur S&P Global. Ja. Und die haben die vor ganz genau 2021, das ist ziemlich aktuell, am 4. März 2021, ja, bevor sie noch die Zinsen so stark erhoben haben, die Banken, haben die das Unternehmen heraufgestuft von BBB auf BB Plus. Chart blende ich selbstverständlich ein, dass du zum Beispiel dir anschauen kannst, was heißt es überhaupt BBB, was hat es überhaupt für einen Sinn und so weiter. Blende ich dir ein, kannst du dir schön reinziehen. Auf jeden Fall, ich werde es auch kurz ernennen, durchschnittlich gute Anlage bei Verschlechterung der Gesamtwirtschaft ist aber mit Problemen zu rechnen. Ist mir auch klar, dass es da mit Problemen zu rechnen ist. Ja, wir wissen ja, Erhöhung der Zinsen und so weiter. Es gab Probleme 2022. Okay, macht nichts. Fakt ist, die haben die hochgestuft und jetzt kommt das Beste. Ausblick ist stable. Also stabil. Lassen wir das mal so stehen. Ich habe ja die schlechten Punkte ja schon alle hier ein bisschen, habe ich schon alles schon über, habe ich ja alles schon erwähnt. Das ist die Zinsen, steigende Zinsen macht ja nicht zu schaffen. Ja, wann beruhigt sich die Lage? Weiß kein Mensch, keiner hat eine Glaskugel, ich auch nicht. Der, wo das weiß, der lügt. Das heißt, steigende Zinsen, wie das zurückgeht, wissen wir nicht. Die Inflation ist ja im März ein wenig zurückgegangen. Ich glaube bei 7,4% oder irgendwie sowas. Ja, das ist schon mal positiv zu bewerten. Ich würde immer noch vermietete Wohnungen und gewerbliche und Bürowohnungen, also Bürovermietete, also gewerbliche Miete, Bürowohnungen würde ich ein wenig anders handhaben, wie jetzt zum Beispiel private Mieter. Büros wird man brauchen, ob man diese jetzt in der Masse brauchen wird, wie wir noch vor Corona gesehen haben. In Stuttgart haben sie gebaut wie die Weltmeister. Ob das sinnvoll war, weiß ich nicht. Ich habe mich gefragt, was machen wir mit den ganzen Bürogebäuden? Haben wir keine Industrie mehr? Im Prinzip ist es nicht schlecht. Selbstverständlich wird viel in Büros gearbeitet, viele neue Berufe, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz, IT und so weiter, wird ja selbst, kann man im Büro machen, kann man ja selbstverständlich auch von zu Hause aus machen. Aber wir brauchen natürlich auch alle anderen Berufe, ob das die Putzfrau ist bis zum Ingenieur. Jeder Beruf ist wichtig und wir brauchen sie alle, also nicht nur Bürogebäude. Und dann kommt ein Punkt, was mir sehr gut gefallen hat, blende ich nämlich auch ein. Die wollen
die Büros, die Entwicklung des Büros, die wollen das der Zukunft ein bisschen anpassen, mit der Zukunft gehen. Und das ist jetzt sehr interessant. Die Entwicklung, wie das da jetzt, was die sich darunter vorstellen, weiß ich nicht. Aber so wie die Büros jetzt einfach stehen, hat es ja keinen Sinn. Könnte es sein, dass man einen Büro zum Beispiel aus einem Büro auch eine kleine Werkstatt draus machen kann oder irgendwie mehr Flexibilität einbauen kann. Also ich erwarte bei den Bürogebäuden ein bisschen mehr Flexibilität. Und das haben die schön erkannt. Die Frage ist nur, in welche Richtung wird es gehen? Das werden wir noch sehen. Vielleicht wird es auch eine Vermischung geben zwischen Büros und handwerkliche Berufe. Selbstverständlich sind die handwerkliche Berufe, wird ja auch alles mehr digitalisiert. Muss man mal sehen. Ja, auf jeden Fall diese Flexibilität, die Büros anders zu gestalten, ein bisschen moderner, anders, gefällt mir sehr gut. Ich denke, das haben die auch notwendig. Das war ein sehr guter Punkt, was mir gefallen hat jetzt bei dieser Firma. Ja, Nachhaltigkeit arbeiten die auch dran. Da gibt es eine Tabelle. Das heißt, die CO2-Emissionen wollen sie senken. Ja, wie die das jetzt machen, vielleicht, dass sie weniger heizen, andere Heizungen einbauen oder so. Ich bin jetzt kein CO2-Experte in der Hinsicht, aber ich denke, wo man will, es ist auch ein Weg. Man kann einiges tun, wenn man das will. Okay, das hat mir auch sehr gut gefallen, was Green Dividend ist, also die grüne Dividende. Ich habe mir erstmal überlegt, was meint ihr mit einer grünen Dividende? Ich als Aktienhändler denke sofort an Cash und natürlich an eine Dividende, grüne Dividende. Im Prinzip ist mir egal, was auf meinem Konto steht. Die Zahl muss passen. Ja, ob da jetzt eine grüne Dividende, habe ich mir überhaupt nichts darunter vorstellen können, aber die haben da schön 6 Punkte dahinterlegt. Kannst du dir bei Gelegenheit mal anschauen. Ich will das jetzt nicht alles vorlesen, ist nicht notwendig, ist natürlich eine gute Sache, was die da vorhaben. Ja, die Frage ist, warum haben die sich jetzt so, warum ist der Kurs jetzt so abgesackt? Ja, seit 2022 kann man sagen, von knapp 18 Euro oder wie viel war das, glaube ich, lass mal nochmal nachschauen. Ja, so 18 Euro, ungefähr 18, 19 Euro runter auf 6. Natürlich schade, das ist von 18 Euro auf 6 Euro. Ich gehe davon aus, dass es sehr stark mit den hohen Zinsen zu tun hat. Und wie wir wissen, Homeoffice, man hat gedacht, nach Corona wird Homeoffice aufgegeben, alle kommen wieder ins Büro. Das wollte der Elon Musk auch mit Twitter, aber leider konnte er das, soweit ich weiß, nicht so gut durchsetzen. Also, Homeoffice ist bestehen geblieben. Natürlich nicht mehr so voll wie früher, aber ich kenne viele, viele, die ein, zwei, dreimal sogar in der Woche Homeoffice machen. Teilweise gibt es auch Menschen, die arbeiten im Ausland vom Homeoffice aus. Das wird so bleiben, meiner Erfahrung nach. Das wird sich auch nicht ändern. Das hat sich bewährt. Im Prinzip kann man das Ganze auch zu Hause machen, wenn man da natürlich Ruhe hat. Ob ich programmiere im Geschäft oder zu Hause, spielt keine Rolle. Man hat ja heute diese Konferenzschaltungen, digitalisiert ist sowieso alles, kann man alles von zu Hause machen, vieles. Also Homeoffice meines Erachtens wird bleiben. Also werden wir so viele Büros nicht benötigen, was in der Innenstadt so viel gebaut wurde und was die vorgehabt haben, weiterzubauen. Was natürlich dafür mir sehr gut gefallen hat, ist, man muss die Zukunft der Büros ein wenig anders gestalten. Und das sind sie ja dabei. Okay, super. Jetzt kommen wir zum lang- und kurzfristigen Chart. Du weißt ganz genau, ich tue damit sehr gerne abschließen. Kommen wir zum kurzfristigen Chart. Und da gibt es natürlich sehr interessante Sachen, was ich hier gefunden habe. Chart blende ich ein, kannst du alles mitverfolgen. Kommen wir zum kurzfristigen Chart. Ja, wo sehe ich den kurzfristigen Chart? Machen wir uns nichts vor. Inflation geht zurück, wenn die noch weiter zurückgehen wird und mal die Zinsen wieder fallen werden, bin ich. Gehe ich davon aus, ich bin mir nicht sicher, sicher ist nur der Tod, gehe ich davon aus, dass es einen Pullback, also wieder mal einen Push nach oben geben wird im kurzfristigen Chart. Und du siehst hier, wir sind jetzt bei 6 Euro. Ja, es ist möglich. Ich habe hier diese Range schön eingezeichnet, 1 und 2, das in der Mitte ist die Range. Die wurde jetzt nicht so oft getroffen. Ist natürlich eine Risikoaktie, also schon ein bisschen höheres Risiko. Davor, wenn es auch wieder nach oben geht,
gibt es natürlich auch dicken Profit. Ja? Denn man kann sagen, es gibt eine Faustformel, je höher das Risiko, desto höher ist auch der Gewinn oder der zu erwartende Gewinn, ja? Aber auch der Verlust. Je kleiner das Risiko, ja, desto kleiner ist auch der Profit und auch der Verlust. Sieht man auch anhand der ETFs zum Beispiel. Okay, aber auch bei den ETFs, wenn der Komplettmarkt mal in den Keller geht, kann man dann natürlich auch 20, 30, 40% Miese machen. So ist nicht, Freunde. Okay, wir haben 6 Euro. Ich habe hier so eine Range eingezeichnet. Ich sehe eventuell die Range zwischen 6 und 7 Euro. Also die 7 Euro könnte man erreichen kurzfristig bis Ende des Jahres, falls der Boden halten wird. Da kann man ja auch nachkaufen. Es gibt ja viele Optionen. Okay, wir kommen zum langfristigen Chart. Da habe ich das nämlich angesprochen. Du siehst hier ganz schön, habe ich es eingezeichnet. Wird der Boden durchbrochen? Und da sind wir so jetzt ein bisschen, sage ich mal, meines Erachtens ist das so jetzt der Knackpunkt, ja, diese 6 Euro. Hält der Boden nicht, wird er nach unten durchbrochen, könnte es sein, dass es wieder zu den 2 bis 3 Euro kommt, wo das ja schon mal war, wie du siehst, 2008, Finanzkrise, ist möglich, dass es dann in diese Richtung geht, zwischen 2 bis 3 Euro, wenn der Boden nicht halten tut. Aber deshalb heißt es ja auch langfristiger Chart, du willst es ja dann nicht gleich übermorgen verkaufen. So, wenn der Boden hält, geht es nach oben. Wenn der Boden durchbrochen wird, kann es sein, dass es da zu den 2 bis 3 Euro auch weiter hinuntergehen wird. Ich sehe aber den langfristigen Chart in 2 bis 5 Jahren, siehst du oben, habe ich schön eingezeichnet, gelb, zwischen 10 und 12 Euro. Und wir wissen, es kann alles schnell passieren an der Börse. Zwischen 10 und 12 Euro in den nächsten 2 bis 5 Jahren. Okay, also diese Range zwischen 10 und 12 Euro sind sehr gut möglich erreichbar in den nächsten 2 bis 5 Jahren. Natürlich, wenn der Knackpunkt, diese Grenze jetzt bei 6 Euro nach unten durchbrochen wird, kann es noch weiter nach unten gehen. Man kann eventuell nachkaufen. Das kann man machen, kriegt dadurch einen besseren Kurs. Und wartet dann wieder ab, bis sich die Lage ein bisschen beruhigt hat am Immobilienmarkt und bei den Banken. Dann sehe ich den Chart so in den nächsten 2 bis 5 Jahren, die Aktie circa bei 10 bis 12 Euro. Das wäre bei 12 Euro, das ist schon die Grenze, wäre eine Verdopplung 100%. Das ist natürlich sagenhaft, wenn das so eintreten sollte. Aber wie gesagt, nicht von heute auf morgen. Das ist nämlich der längerfristige Chart. Freunde, das war's zu der Analyse, zu der Aktie Alstria Office REIT AG. Falls du eine persönliche oder bestimmte Aktie zum Beispiel für dich persönlich haben möchtest, als Zweitmeinung oder als Unterstützung für deine Recherche, wenn du mit einem höheren Betrag einsteigen möchtest, dann haben wir das im Angebot. Auf der Webseite unter Shop findest du alle Informationen. Ich sage trotzdem nochmal herzlichen Dank. Danke, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Hohe Performance und bis zum nächsten Video wieder auf mehr Wissen, mehr Profit.